Ein Jahr lang galt Greta Fädler als vermisst, bevor die Polizei nun ihre Leiche in einem Auto gefunden hat. Kurz vor seinem Tod kritisierte das Model den russischen Präsidenten scharf. 1/6 ist tot in einem Koffer aufgefunden worden, das russische Model Greta Fädler. Instagram: Die 23-Jährige wurde von ihrem Ex-Freund ermordet, wie britische Medien wie Mirror und Daily Mail berichten. Dmitri Korovin soll eingestanden haben, seine damalige Freundin zu Tode gewürgt und anschließend in einem Koffer versteckt zu haben. Facebook: Greta Fädler. Zuvor galt das Model ein Jahr lang als vermisst. Für Aufregung sorgt derzeit, dass sich die 23-Jährige kurz vor ihrem Verschwinden kritisch über Wladimir Putin und seine Politik geäußert hat. AFP. Darum geht's: Greta Fädler galt über ein Jahr lang als vermisst. Nun wurde das russische Model in seiner Heimat tot im Kofferraum eines Autos aufgefunden. Die Leiche wurde in einen Koffer gesteckt. Ihr Ex-Freund gab zu, die 23-Jährige getötet zu haben. Kurz vor seinem Tod bezeichnete das Model Wladimir Putin als Psychopathen und kritisierte seine außenpolitischen Pläne. Jetzt hat das Rätseln ein Ende, wenn auch ein tragisches. Das russische Model Greta Fädler ist tot in seiner Heimat aufgefunden worden. Ihre Leiche wurde im Kofferraum eines Autos entdeckt, verstaut in einem Koffer. Zuvor galt die 23-Jährige über ein Jahr lang als vermisst. Kurz vor ihrem Verschwinden soll sich die Russin kritisch über das politische Vorgehen von Wladimir Putin geäußert haben, wie britische Medien wie Mirror und Daily Mail berichten. So habe sie auf Social Media über den russischen Präsidenten geschrieben, dass Putins Bestreben, die Integrität Russlands zu stärken, kein gutes Ende nehmen werde. Model lästerte via Twitter über Putin. Weiter sei das Model besorgt gewesen über Putins Wunsch, ein größeres Russland zu erschaffen. Die britischen Zeitungen zitieren einen ihrer Tweets, der die Handlungsweise des Regenten mit dessen Biografie erklärt: Angesichts der Tatsache, dass Putin in seiner Kindheit viele Demütigungen durchgemacht hat und weil er nie für sich selbst einstehen konnte, ist sein Werdegang nichts Verwunderliches. Und weiter: Solche Menschen sind seit der Kindheit schüchtern und ängstlich, haben Angst vor Lärm, Dunkelheit und vor Fremden. Deshalb entwickeln sie Charaktereigenschaften wie Vorsicht, Zurückhaltung und schlechte Kommunikation. Ich kann deshalb nur davon ausgehen, dass Putin ein Psychopath oder ein Soziopath ist. Ex-Freund gesteht Mord. Der Tod des Models wird gemäß den russischen Behörden allerdings nicht in direkten Zusammenhang mit ihrer Kritik an Putin gebracht, denn ihr Ex-Freund hat den Femizid offenbar bereits gestanden, wie die Medien weiter berichtet. Dmitri Korovin soll eingestanden haben, seine damalige Freundin zu Tode gewürgt zu haben, angeblich aufgrund von Geldproblemen. Die Tötung habe demnach nichts mit Fädlers politischen Ansichten zu tun gehabt. Weiter habe der 23-Jährige den Vernehmungsbeamten erzählt, dass er 3 Nächte mit der Leiche in einem Hotelzimmer geschlafen habe, die er in einen neu gekauften Koffer gelegt habe. Dann habe er die Leiche in die Region Lipezk gefahren und dort im Kofferraum eines Autos stehen lassen. Zu dieser Zeit postete er Berichten zufolge immer wieder Bilder des Models auf Social Media, um Freunde und Bekannte glauben zu lassen, dass die 23-Jährige noch am Leben sei. Ein Freund sei allerdings misstrauisch geworden und habe eine Vermisstenmeldung eingereicht. Das löste eine Suche durch die Polizei aus, die die Leiche des jungen Models schließlich finden konnte.